Die hätte ich gerne neu aufgebaut. Warum kann ich da nichts hinbauen? Wieder ein neuer Bug. So, was habe ich jetzt freigebuddelt? Einen Ort mit Wimps. Okay. Militär. Töten. Und wisst ihr was? Pause machen. Nein, das Mist. Das war die Leiter. Stell bitte die Leiter wieder auf. So. Warum sind die Wimps auf einmal Level 4? So. Buddelt so viel wie möglich von diesem Raum aus. Wirst mal nach hier unten verlagert. Du hast nämlich die hochheilige Aufgabe, hier mal für ein bisschen Luxus zu sorgen. In Form von 4 guten Betten. Und einem Turmalintisch. So. Du nach da unten. Und da werden die ganzen Dinger noch nach da unten verlagert. Wahrscheinlich wäre es billiger, wenn ich sie einfach da unten wieder aufbauen würde, aber... Nee. Ich habe eh nicht mehr so viel Titan und ich habe keine Lust, jetzt Titan auszugraben. So, einmal. Zweimal. Ja, wenn ich so mache, geht das richtig schnell. Und noch einmal nach oben. Und noch mal nach unten. So. Und da wir viel Eisen haben, errichte ich einfach Eisentrainingsfiguren hier überall. Könnte zwar irgendwo Titan noch ausräumen, aber nö. Ich will jetzt lieber endlich gucken, dass ich ans Ende dieser Mission komme. Ich bin nämlich jetzt schon so tief unten, dass wir endlich mal eine neue Textur zu Gesicht bekommen. So,
So, ist mein ganzes Militär hier unten jetzt? Nein, einer nicht. Oh. Das sind jetzt Tentafanten. Die auf einmal alle Level 4 sind. Noch mehr Tentafanten und Forschungsgeräte. Oh, und Totenkopfböcke. Das war mein Handwerker. Nein, nicht gut. Okay. Aber ernsthaft, wo ist der Kack-Thronsaal? Na gut. Wird Zeit, einen Handwerker zu trainieren. Ich denke mal, der dürfte schnell trainiert sein. Da wir ihn eh nicht mehr so oft brauchen. Ach so, die haben sich hier runtergeportet in der Zwischenzeit. Auch gut. Wie wär's denn hiermit? Und eigentlich bräuchte ich fast schon keine Trainingsfiguren mehr. Aber ja, das sieht groß aus. Komm, Prinz, seht ihr nicht? So, jetzt hast du mich endlich gefunden. Und schau dich an, richtiger Prinz. Schau dich an, ein richtiger Prinz. Da musst du wissen, dass dies hier deine Bestimmung ist. Oh. Sieh und staune. Denn ich bin die Königin der Spinnen, die Spinnenkönigin. Und ich bin auf der Suche nach einem neuen Ehemann, einem königlichen Ehemann. Nein, ui, fui. Oh nein, 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 nein. Ahahaha. Okay. Königliche Gastfreundschaft. Besiege die Spinnenkönigin. Das dürfte nicht so schwierig sein. Oh, sie kann einspinnen. Hä, warum kann ich da nichts hochbauen? Das ist jetzt irgendwie blöd. Ah, so geht's. Oh, oder sie kommt runter. Oh, das ist natürlich auch nicht so schön. Oh.
Genau, haut einfach mal auf sie drauf. Ernsthaft, ihr zwei? Nein, warum? Ich wollte nur eine große königliche Hochzeit mit einer Torte. Antworte mir, was hast du mit einem Zwergen gemacht, die früher hier waren? Nichts, sie kümmerten sich um mich, ich liebte sie. Aber in der Dunkelheit, da war immer etwas am Flüstern. Als sie über diesen Punkt hinausgruben, begann der Albtraum. Alle Zwerge vergingen und starben. Auch euch wollte ich warnen. Graft nicht tiefer, ihr werdet es finden, ihr werdet vergehen. Sie ist weg. Nun, Vater, vermutlich wünscht ihr, dass ich noch tiefer grabe und die Antwort suche. Nein, ich grab nicht mehr tiefer. Ihr habt schon genug herausgefunden. Gut gemacht, Sohn. Ja, zurück zur Welt. Ich will dieses verbackte Level nicht mehr wiedersehen. Und ja, wir kriegen die beiden Königsquesten nicht. Warum auch immer. Someone, grab me some food and listen. Puh, ich fühle mich, als würde ich ein Bad oder eine Bürste brauchen und dabei habe ich dieses Jahr doch schon zweimal gebadet. Arme Spinne, warum habt ihr nicht einmal versucht, sie zu trösten? Sie war eine große Spinne, wahrscheinlich wollte sie mir den Kopf abbeißen. Wie auch immer, es tut mir leid, dass ich nicht mehr darüber in Erfahrung bringen konnte, was hier passiert ist. Ich meine, was den verschwundenen Clans widerfahren ist. Oh, macht euch darüber keine Sorgen, ihr habt mehr als genug herausgefunden. Jetzt haben wir zumindest einige Antworten. Ich würde mal sagen, das komische Vieh, was wir in den Katakomben befreit haben, könnte schuld dran gewesen sein. Ja, toll. Wir kriegen die Punkte nicht aus diesem Level. Das ist schade. Wir haben allerdings jetzt Vigar der Verschollene. Obwohl die Zwerge immer die besten Schmiede ihrer Zeiten gewesen sind, gibt es einige Waffen, die selbst von unseren frühesten Höhlen geschaffen wurden. All diese Artefakte gingen während des Großen Krieges verloren. Aber hier ist eine der... Ja. Gut. Und ich würde mal sagen, bevor wir uns dann dem Turm des Magikus nähern, gibt es erstmal wieder einen Cut. Und ich reg mich immer noch drüber auf, dass wir die Punkte aus dem verseuchten Berg nicht bekommen. Also, bis gleich.